Der Start eines Stadtgutscheins dauert Monate. Das hören wir immer wieder und ich zeige Ihnen jetzt, dass das nicht so ist. Mein Name ist Patrick Schulte von Aviti und ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie innerhalb von wenigen Schritten Ihr Stadtgutscheinsystem zum Leben erweckt wird. Generell vorab, alles was ich jetzt sage, können Sie selbstständig durchführen oder auch mit unserer Unterstützung erledigen. Es gibt hier keine Punkte, bei denen wir Sie alleine lassen. Auf der anderen Seite ist es uns aber auch sehr wichtig, dass Sie selbsttätig mit dem System arbeiten können und alle Einstellungen, über die ich gleich spreche oder die wir Ihnen zeigen, auch selbsttätig vornehmen können. Sie sind also autark in der Nutzung. Dennoch, wie gesagt, sind wir jederzeit gerne für Sie da, wenn Fragen oder Unterstützung nötig sind. Erster Schritt ist die Anmeldung bei uns auf der Plattform. Nach einer kurzen Registrierung erhalten Sie Zugang auf Ihren eigenen Verwaltungsbereich. Dort hinterlegen Sie Ihre Stammdaten und entscheiden darüber, welche Module Sie nutzen möchten. Weiterhin können Sie Ihr Team konfigurieren, verschiedenste Informationen hinterlegen, aber auch zum Beispiel die verschiedenen Konten, die zur Abwicklung des Gutscheinsystems benötigt werden, hinterlegen. An der Stelle wird immer eine Verknüpfung über unseren Partner FinAPI vorgenommen. Das heißt, wir gelangen nie in den Zugriff, in den direkten Zugriff auf Ihre Konten. Lediglich die Verknüpfung stellen wir hierher und wenn Sie später die verschiedenen Guthaben bewegen und die Gutscheine auszahlen oder auch Gelder bei den verschiedenen Gutscheinaufladestationen einziehen, so erfolgt immer wieder eine Bankautorisation, die Ihre Mitwirkung benötigt und wir haben, wie gesagt, auf das Treuhandkonto vor Ort keinen Zugriff. Einmal mit den Basisdaten fertig, können Sie Einstellungen rund um das Thema Inhalte und Startseite vornehmen. Dazu gibt es einen eigenen Menüpunkt, in dem Sie sich über zum Beispiel die Gestaltung der Startseite, die verschiedenen Informationen, die Sie hinterlegen möchten, Gedanken machen können. Nach diesen wenigen Schritten ist Ihr Portal einsatzbereit. Selbstverständlich können Sie jederzeit weitere Änderungen, Einstellungen und Ergänzungen vornehmen. Dennoch sind wir jetzt in der Lage, erste Teilnehmer online zu nehmen. Diese Teilnehmer können von Ihnen eingepflegt werden oder Sie laden die Teilnehmer ein, über die Startseite eine eigene Registrierung zu machen. Das ist der empfohlene Weg, denn so bleiben Sie 100% digital. Alle Teilnehmer hinterlegen dabei Ihre Informationen selbsttätig. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand auf Ihrer Seite wird dadurch minimiert, da jeder seine Informationen selber pflegt. Name, verschiedene Kategorien, in denen der Händler aktiv sein möchte, Bilder, Aktionen, alles das kann der Teilnehmer selber pflegen. Und das beginnt schon bei der initialen Einrichtung oder Registrierung des Teilnehmers. Es gibt diejenigen, die selbsttätig agieren und das System selbstständig einrichten und Bilder und weitere Informationen problemlos hinterlegen. Es gibt aber auch diejenigen, denen Sie ein wenig zur Hand geben müssen. Beides ist kein Problem. Wir holen sowohl den komplett digitalen und internetversierten Kunden ab, als auch den Teilnehmer, der sagt, ich brauche hier Unterstützung, ich möchte die Sachen vielleicht lieber mailen. So können Sie über unsere komfortable Verwaltungsoberfläche die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Einmal registriert, entscheiden Sie darüber, welche Module der Händler aktiviert bekommt. Soll er Gutscheine akzeptieren, darf er auch Gutscheine aufladen, bekommt er gegebenenfalls weitere Funktionen wie eine Marktplatzfunktionalität oder Ähnliches. Ist der Teilnehmer einmal komplett eingerichtet, entscheiden Sie darüber, wann dieser Teilnehmer aktiviert wird. In allen Bereichen der Startseite ist der Teilnehmer sichtbar. Egal ob auf der Landkarte mit einem entsprechenden PIN oder in den verschiedenen Listen oder in der Suche, der Teilnehmer wird ab diesem Augenblick gefunden und ist sichtbar. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt schon alle Schritte erledigt, um beliebig viele Teilnehmer in Ihrem System zu aktivieren und strukturiert auf einer Startseite mit entsprechenden Recherche- und Filtermöglichkeiten darzustellen. Unsere Erfahrung ist, dass ein Grundstock an Teilnehmern innerhalb von wenigen Tagen über diese gerade beschriebene Prozedur online genommen werden können und somit auch ein Portal nach wenigen Tagen bereits online gehen kann. Es darf danach weiter wachsen. Der digitale Prozess ist einmal gebildet und ermöglicht Ihnen nach und nach die Händler online zu nehmen. Selbstverständlich entscheiden Sie darüber, wann das Portal online geht. Ich denke, es ist gut zu erkennen, dass dieser Prozess aber keinesfalls Monate oder Jahre dauern muss, sondern dass man mit einer entsprechenden Energie aus der Teilnehmerschaft sehr schnell an die entsprechenden Ziele kommt und hier beginnt, ein regionales Portal aufzubauen. Bestimmt ist es hilfreich für diejenigen, die nicht ab Tag 1 in dem Portal mit dabei sind, zu sehen, wie das Portal wächst,
wie neue Ideen umgesetzt werden. Und so kann sich jeder, der vielleicht nicht ganz so zu denjenigen gehört, der als erstes auf so ein Thema aufspringt, erstmal orientieren, vielleicht auch erstmal als Gutscheinnutzer Erfahrung mit dem System sammeln und dann, wenn das Vertrauen in das System gewachsen ist, im Endeffekt noch mit dazu kommen. Der Prozess ist, denke ich, etwas klarer geworden. Das ist eine Sache, die in Tagen erledigt werden kann. Wir helfen Ihnen gerne dabei, das System genauer zu verstehen. Melden Sie sich bei uns oder schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.